Hallo zusammen. Schauen wir uns jetzt einmal eine Aufgabe an, die sehr interessant ist. Denn in dieser Aufgabe haben wir zwei Punkte gegeben und wir sollen dazu passend das Koordinatensystem zeichnen. Und das bedeutet den Rechtswert oder die x-Achse und die Hochwärtsachse, die y-Achse. Normalerweise ist das genau andersrum. Wir machen zuerst ein Koordinatensystem und tragen dann darin die Punkte ein. Aber das ist auch schon der Weg zur Lösung. Denn wenn ich einen Punkt in ein Koordinatensystem eintrage, habe ich ja zwei Werte von ihm. Einen x-Wert, hier beim Punkt A ist das die 3, und einen y-Wert, hier bei dem Punkt A ist das die 1. Ich weiß, dass der erste Wert angibt, wie weit ich von meinem Nullpunkt, vom Anfang des Koordinatensystems aus, nach rechts gehe, und dass der zweite Wert angibt, wie weit ich nach oben gehe. Wenn ich jetzt den Punkt und die Werte habe und ich suche meinen Ursprung vom Koordinatensystem, dann mache ich das Ganze einfach nur rückwärts. Das heißt, ich gehe diese drei Schritte eben nicht vom Ursprung nach rechts, sondern von meinem Punkt aus nach links. 1, 2, 3. Und ich gehe diesen einen Wert eben nicht nach oben, sondern hier nach unten. Und jetzt habe ich hoffentlich meinen Ursprung gefunden. Von dem aus zeichne ich jetzt mein Koordinatensystem. Ich habe hier also meine x-Achse. Und hier also meine y-Achse. Der zweite Punkt, den wir gegeben haben, dient dazu, dass wir uns überprüfen können. Denn wir müssen auf den Achsen noch die Einheiten eintragen. Normalerweise ist es so, dass immer ein Zentimeter eine Einheit ist. Das bedeutet, nach zwei Kästchen, also einem Zentimeter, wäre hier die 1, hier die 2, hier die 3, hier die 4 und hier die 5. Nach oben genauso. Mit unserem Punkt B können wir jetzt überprüfen, ob das Ganze auch stimmt. Unser Punkt B hat die Koordinaten 5, 2. Das bedeutet, ich gehe vom Ursprung aus 1, 2, 3, 4, 5 Schritte nach rechts und 2 Schritte nach oben und bin tatsächlich bei meinem Punkt B angekommen. Denk dran, das ist immer so, wenn du ein Koordinatensystem zeichnen musst, beschrifte bitte die Achsen. Das heißt, die Achse, die nach rechts geht mit x, die Achse, die nach oben geht mit y und auch die Einheiten mit den jeweiligen Ziffern. Wenn du das gemacht hast, hast du dein Koordinatensystem vollständig und richtig gezeichnet.